Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen SSO-Video, Star Stable Online mal wieder. Es gibt ein neues Update und zwar geht es in diesem Update darum, dass wir an einem H&M Grand Prix teilnehmen dürfen mit unseren Pferden. Ja, in Schweden gibt es wohl diesen Grand Prix und den dürfen wir jetzt halt eben selber einmal reiten. Der findet statt an der Jorvik Stallarena. Wir sollen dort mit Suri sprechen. Das machen wir dann gleich. Die Jacke, die ich hier gerade trage, auf meinem Moondancer, auf meinem Hannoveraner, den ich dazu einmal nochmal rausgenommen habe, die bekommt ihr gratis mit dem Code WeLoveHorses. Das verlinke ich euch aber einfach nochmal oder pinne es euch in einer Nachricht dann halt eben noch mit an. Dann bekommt ihr diese Jacke hier gratis. Es war gar nicht so einfach, eine passende Hose dazu zu finden. Ganz so passend ist das auch nicht, aber ich denke mal, wegen der Streifen, das passt dann wohl am besten. Dann gibt es im Bonus-Shop in Moorland einen neuen Gegenstand. Den gucken wir uns auch an. Ja, das soweit dazu. Das Update ist bis zum 4. November gültig. Also bis dahin dürft ihr an diesem Springwettbewerb teilnehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf Suri zu. Da stehen natürlich wieder alle Leute hier rum. Jetzt müssen wir erstmal Suri finden. Ah, ich weiß, glaube ich, woran das liegt. Ich muss mal eben einmal meine Einstellung hier ändern. So. Machen wir das einmal so und schon ist Suri da. Da ist sie, auf dem grauen Pferdchen. Hallo, ich bin Suri. Schön, dich kennenzulernen. Hast du schon von H&M Grand Prix gehört? Das ist ein namhaftes Springreitevent, das normalerweise während der Sweden International Horse Show, dem internationalen Reitturnier in Schweden, stattfindet. Dieses Jahr veranstalten wir eine Version dieses Rennens direkt hier auf Jorvik. Die Strecke ist genau so, wie sie vor dir läge, wenn du an der Seite von Springreitlegenden wie Malin Barrett oder Peder Frederiksen an dem echten Event teilnehmen würdest. Ich habe schon immer davon geträumt, einmal eine Reiterin beim Grand Prix zu sein. Oh, du auch? Dann probier die Strecke doch bitte gerne aus. Ich kann es kaum erwarten, dich reiten zu sehen. Na, dann probieren wir mal unser Glück. Wow, das sind aber auch Sprünge, sage ich euch. So, wo müssen wir denn hin? Eieieiei, ja, das war schon mal verkehrt. Fangen wir nochmal von vorne an. Das ist immer, wenn man das neu macht. Wow. Einmal gerissen. Aber egal, einfach weitermachen. So, da müssen wir hin. Vielleicht nicht ganz so schnell alles machen. Bisschen langsameren Galopp. Man kommt auch langsamer ans Ziel und dann halt eben richtig. So. Oh, eine dreifache Kombination. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig gemacht und ich habe noch mal was gerissen. Glaube ich. Oh, nein. Wir müssen von dort anreiten. Oh, schon wieder verloren. Na gut, fangen wir nochmal an. Die vielen Pferde verwirren aber auch sehr. Muss ich schon sagen. Eins, zwei, drei. So, einmal hier rum, sagt er mir.
Ja, das war mir jetzt klar, dass ich das reiße. Da müssen wir hin. Da war ich ein bisschen zu langsam. Einmal hier rum. Einmal dort. Heieiei, das ist aber auch keine einfache Strecke. Naja, soll ja auch ein Grand Prix sein. Insofern ja ganz klar. Upsa. Bisschen sehr seitlich angeritten. Oh, Rennen beendet. Eieieiei. Ha, so, das war aber was, du. Jetzt kommt garantiert. Oh, das hast du so toll gemacht. Ihr saht so toll aus. Wie das immer so in dem Spiel ist. So. Wow, das war gut. Yeah. Ich hab's gewusst. Du hast dem Publikum wirklich gezeigt, wie es gemacht wird. Ja, wie man es nicht macht. Das habe ich eher gezeigt. Genau. Komm mich gerne jederzeit wieder, wenn du es noch einmal probieren möchtest. Ja, okay. So viel dazu. Das könnt ihr natürlich dann sehr gerne einmal selber ausprobieren. Ich würde sagen, wir machen uns ganz schnell auf nach Moorland. Das war eine sehr peinliche Runde, aber gut. So, Moorland-Stelle und ab dafür. Schauen wir uns noch an, was es im Bonus-Shop, meine Güte, Schönes für uns gibt. So, da war viel drin und dann verwirrt das immer mal. So, Dille. Da haben wir den Bonus-Shop. Der ist natürlich dann nur für die, die Lifetime Rider sind. Und wir bekommen eine neue Satteldecke. Kuschelige Camping-Satteldecke. Okay. Ja. Alles klar. Dann legen wir die mal ganz kurz auf, damit ihr seht, wie die ausschaut. Ja, das ist die Camping-Satteldecke. Passt eigentlich ganz gut zum Moondancer, zu seiner Farbe. Vielleicht auf einem Schimmel sogar noch etwas besser. Aber ich finde die Decke natürlich zu dem Outfit noch mal schöner. Ja, dann sagen Moondancer und ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja. Folge ist auch schön, ne? Das Video wollte ich gerade sagen. Ja, ist so ein bisschen schwierig manchmal. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Beim nächsten Update. Vielleicht kommen die Tage auch noch mal ein paar Fail-Videos in SSO, wenn ich mal wieder so ein paar Runden rumfaile. Mal schauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Einen lieben Gruß, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sage ich, passt gut auf euch auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.